Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute möchten wir gerne einen Sprengköder herstellen. Dafür müssen wir allerdings noch ein Stückchen laufen und zwar irgendwo da hoch. Und da werden wir eine Bastelwerkstatt plus die Komponenten dazu finden. Und dann gucken wir mal, was das Ganze bringt. Habe ich eigentlich noch die Waffe am Start, die sie mir gegeben hat? Rose Injector, ja. Das Ziel wird 60 Sekunden lang extrem mächtig, die darauffolgenden 60 Sekunden allerdings extrem schwach. Das heißt, man zielt drauf, wartet eine Minute und dann sind sie schwach. Okay. Könnte noch hilfreich werden. Gerade bei Gegnern, die jetzt ein bisschen mächtiger sind. Bossgegner vielleicht. Mal gucken, vielleicht werden wir es eines Tages nutzen. Tolle Taktiken. Stelle einen Sprengkörper an einer beliebigen Bastelwerkstatt her. Das kriegen wir hin. Da steht vielleicht noch ein bisschen mehr. Oh, es gibt hier so viele Orte, die ich gerne erkunden möchte, aber irgendwie laufe ich immer nur von Quest zu Quest, weil es hier einfach zu viele Quests gibt. Und diese Quests sind auch immer richtig lang. Also das muss ich sagen, ist sehr positiv hier bei diesem Spiel. Es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun. Du hast einfach nicht diesen, ja, diesen, mir ist jetzt langweilig im Moment, sondern du hast immer etwas zu tun. Zum Beispiel Opossums töten, die total friedlich sind. Das ist immer ganz wichtig bei diesem Spiel. Friedliche Kreaturen müssen sterben, damit du leben kannst. Was ist denn das? Das ist ziemlich nah dran. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Gibt's hier Gegner? Munitionsdepot. Das hört sich sehr gut an. Sehr viel Schießpulver. Kronkorken hört sich auch immer gut an. Holz, linker Arm. Haben wir hier Details? Details. Ist eine Holzrüstung. Interessant. Nicht wirklich. Wieso sind da zwei auf einem Haufen? Habe ich noch irgendwie andere Granaten? Weil das hier sind wirklich Plasmagranaten. Wie wär's damit? Es war gut. Aber warum waren sie da zwei auf einen Haufen? Wer macht denn sowas? Ein Fußball. Man kann ihn zwar benutzen, aber nicht einsammeln. Den würde ich gerne zu Hause hinstellen und ein Fußballfeld aufbauen, damit andere da kommen und Fußball spielen können. Aber leider ist es nicht möglich. Würde das gerne mitnehmen. Ich hab früher immer so gerne Nuka-Cola-Sachen gesammelt und sie zu Hause hingestellt. Das finde ich jetzt schade. Wieso ist das offen hier? Und sehr viel Munition gab es hier jetzt auch nicht. Also, ja. Und ein bisschen Mais. Ja, schade. Leicht enttäuschend. Nein, 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 das ist doch Kacke, ist das. So, komm, gehen wir hin. Wir brauchen unbedingt unsere Munition. Soll ich es machen? Der Fusionskern sieht nicht wirklich großartig aus.
Inferno hochstufige. Meine erste Power-Rüstung, die wird auf mich gebunden, ne? Power-Rüstung erhöhen deine Stärke, alle Typen von Schadensresistenz und schützt dich vor Schaden durch Hitze. Durch Stürze. Ja, meine erste Power-Rüstung, Freunde. Geil. Da ist zwar nichts dran und so, ne? Aber es ist meine erste Power-Rüstung. Und ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Wir müssen natürlich ein bisschen Energie sparen. Meine Energie ist auch nicht wirklich krass. Wir müssen also nach diesem Auftrag müssen wir kurz nach Hause und. Dann gucken wir mal. Erreiche eine höhere Stufe. Woo! Habe ich irgendwas getroffen? Ah, nett, dass du zu mir kommst. Oh Gott, was für ein Level ist der denn? Okay, die machen Schaden. Ah. Nein, ich muss weg, ich muss weg. Oh, scheiße, Mann. Wo ist meine Schrotflinte? Das ist nicht meine Schrotflinte. Scheiße, Mann. Jetzt hört doch nach! Cool. Habe ich ihn nicht getroffen oder hat er keinen Schaden genommen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben noch Fusionskern auf Reserve, das ist gut. Jetzt hätte ich die Roboter hier gebrauchen können, ne? Mal gucken, ob ich mich da aufs Dach retten kann. Jetzt spring doch! Aber die kommen hier nicht her. Hihihi. Au, au, au. Das hat gezeckt. Oh, ich habe ihn richtig gut verwundet. Ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt steckst du da fest, mein Freund. Und auch nicht. Ich weiß, es ist eine miese Taktik, aber ist mir völlig egal. Na komm. Ah, jetzt muss ich nachladen. Oh, du leidest an Redwürmern? Was? Ich habe ihn nicht mal berührt. Habe ich noch Heilmittel am Start? Wahrscheinlich nicht. Aber wir wollten ja eh zurück. Ziehen wir uns da das Heilmittel rein. Na, Kleiner? Du brauchst ein bisschen länger zu mir, ich sehe schon.
So. Ja, sehen wir doch das Leuchte-Kruzifix. Vielleicht kann ich mich dann hier auf den Truck retten. Retten. Guck mal, da leuchtet's. Tut er so, als wäre er tot? Wieso ist er tot? Habe ich den aus Versehen mitgetötet? Ich weiß nicht, der ist einfach umgekippt. Meine Leiche. Wieso hatte der Ghoul Seife dabei? Kann ich mehr tragen durch die Power-Rüstung? Jawoll, 15 mehr. Besser als nichts. Wandernde Äste. Wo ist jetzt meine Leiche? Wie weit bin ich denn gelaufen, sag mal? So. Gucken wir mal. Kann hier nur besser werden. Muss meine Schwarzpulverpistole einsetzen, weil ich einfach keine starken Waffen habe. Aber ich habe jetzt ein Level abbekommen, ne? Okay. Wir brauchen. Was war das? Perception? War das Intelligenz? Beim Herstellen von Werkstattgegenständen werden 25% weniger Materialien verbraucht. Geht das auch für Waffen? Rüstmeister, da haben wir es doch. Waffenschmied. Nächste Level für Waffenschmied. So. Jetzt können wir unsere Waffen endlich verbessern. Es wird auch Zeit. Nee, ich komme da nicht rüber. Schade. Aber hier war doch vorhin irgend so ein Dude, weißt du? Wieso sind hier alle Gegner noch am Leben? Oder hat er sich hier reingeschlichen? Okay. Als nächstes gehen wir hier hin. Ich schleiche erstmal, weil ich weiß, dass hier verdammt fette Ghule rumlaufen. Aber jetzt wird es endlich mal ein bisschen spannend. Vorher waren hier irgendwelche komischen Kuffelgegner, die nichts drauf hatten. Injektor-Munition, 45er Patrone. Ah, die Armbrust. Wie gerne ich die Armbrust hätte. Ich hoffe, man kriegt die Pfeile zurück von der Armbrust. Das gefällt mir. Ja, hier war vor kurzem jemand. Vielen Dank, Mr. Schmied. Cool. Was haben wir denn da so Schönes bekommen? Ja, das ist schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Nein, das war schon in Ordnung so. Mehr Schaden ist immer gut. So, was bist du denn mit Leuchtvisier? Du siehst aus wie eine automatische Feuerrate 40. Das viel oder ist das immer, was sagt mir mein Schwarzpulver? Feuerrad 1. Nein, das ist nicht viel. Ah, das gefällt mir.
Aber ich habe nicht viel Munition dafür. Vielen Dank für diesen Loot. Den nehme ich gerne entgegen. Jetzt habe ich eine hübsche neue Waffe. Mhm. Was ist denn noch da? Ich habe das Gefühl, dass die Energie ein bisschen länger hält. Ich glaube, das ist eine Quest, die... Ach, das muss die Quest sein, ne? Top of the World. Na gut. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den Scheiß bauen. Ach, wohnt hier jemand? Gegenstände verwerten. So, Challenge. Verwerte Rauchutensilien. Okay. Du kannst weg. Du kannst weg. Und du kannst weg. Aber wo ist der andere komische Leuchtende hin? Ich check's nicht. Und? Die Batterien für die Powerrüstung reichen anscheinend ein bisschen länger. Mein Whisky! Karl, du weißt nicht zufällig, warum das Fass Whisky, für das ich dich bezahlt hatte, diese eklige Pissbrühe enthält? Hast du im Suff etwa wieder mal das Plumpsklo mit der Destille verwechselt? Du würdest einen guten Schwarzgebrannten vermutlich nicht mal erkennen, wenn er dich in den Arsch beißt. Du alter Blödmann. Nette Nachrichten? Nette Munition. Und du futter nehme ich immer mit. Mr. Pebbles. Okay, wieso nicht? Ah, das Klo ist verstopft. Oh mein Gott, die Atombomben. So stelle ich mir gerade seinen Tod vor. Oh, Seife. Die sieht noch ziemlich gut aus. Okay. Bastelwerkstatt. Sammle Baumaterial. Wie viel habe ich jetzt? 1300. Fehlt noch ein bisschen was. Okay. Das Militärbeirat kann weg. Und das behalten wir einfach, weil es seltsam ist. Das ist solide. Stufe 50. Ah gut, das dauert noch bis dahin. Mit Taschen, oh. Wie steige ich aus? Hilfe? Wie stelle ich aus meiner Powerrüstung aus? Ablegen, sortieren. Na gut, dann halt nicht. Ich komme aus meinem Power. Wir haben jetzt für immer eine Powerrüstung an. Ich wollte sie gerade nochmal anziehen. Okay, sie ist weg. Sie ist weg. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Wie ziehe ich denn die Powerrüstung aus? Ah, ich hab's geschafft. Okay, dann. Ich wollte herstellen. Herstellen. Mein Gott. Also, zuerst Questgegenstände. Wie?
Stelle einen Sprengkörper an einer beliebigen Bastelwerkstatt her. Ah. Super, Sie haben sich ekligen, mit Fleisch bedeckten Sprengstoff besorgt. Und jetzt lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Haben die Fallensteller auch gemacht. Jedes hungrige Raubtier wird mit Sicherheit vom Geruch von Frischfleisch angelockt. Diesmal hatte Chuck ihm bei diese verrückte Idee gekommen. Nach einem Überfall Sprengköder entlang der Strecke ausgelegt. Als die Responder mit ihren Spürhunden nach uns gesucht haben? Tja, sagen wir es mal so. Da haben die Köder die Fährte verloren. Naja, weil ihnen die Köpfe weggepustet wurden. Egal, sie wissen schon, was ich meine. Egal, wofür sie ihren Köder verwenden. Bringen sie damit einfach etwas zur Strecke, das sie töten und fressen würde. Sagen sie mir Bescheid, wie es für sie läuft. Okay. Hört sich einfach an. So, mit dem Rest machen wir 308er Munition. Das ist nicht wirklich viel, aber gut. Und verbraucht verdammt viel Blei. Kann ich jetzt noch etwas machen? Ein Munitioner? Granatwerferpatronen, ja, und ich finde die jetzt nicht so geil. Wieso braucht das alles Blei? Harpune, hier, das wäre perfekt für mich. Dann brauche ich Kleber, das ist ja noch schlimmer. Stahl. Ah, Gleisbolzen. Paddleball-Schnur. Rohpatrone braucht auch Blei. Leuchtfackel ist nicht so wirklich sinnvoll. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie mal eine Bleiader finden. So, ich habe jetzt ordentlich Munition für diese Waffe hergestellt. Plus Munition für den hier. Nicht wirklich viel, wie ich gerade sehe, aber egal. Habe ich meine Rüstung nicht hier ausgezogen? Okay, die ist auf jeden Fall leer. Hallo? Ich will in meine Rüstung rein. Ja, geil. Ich komme jetzt in meine Rüstung nicht mehr rein. Oh. Ich will da rein. Scheiß. Ja, gut. Rüstung. Es war schön mit dir. Leider ein Red Willman, ja, ja. Willkommen bei Turmlink von Robco Industries. Ja, nicht Pauli, dann Finger weg. Eintrag 11.10.77. Dieser Hof war ein absoluter Glückstreffer, isoliert, verlassen und gut zu verteidigen. Wir mussten nur reinmarschieren und das Ding besetzen. Hat nur noch das Geschenkschleifchen gefehlt. Dane meinte, wir sollten sofort einziehen. Wenn die Behörden Wind davon kriegen, haben wir uns schon verschanzt und sie können kommen. Wir haben abgestimmt und waren alle einer Meinung. Die Sons of Dane werden sich hier niederlassen. 15.10. 15.10. Das nicht... Das jetzt... Nee, die Bomben fielen am 22. glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben Jagdtrupps eingeteilt, die das Lager mit Nahrung versorgen sollen. Die Sons of Dane kaufen nicht im Supermarkt ein. Unser Ziel ist es, uns 100% selbst zu versorgen. Wir haben Frischwasser in der Nähe und die Wälder sind voller Wild. Wenn der Sturm kommt und die Gesellschaft zusammenbricht, werden wir bereit sein. 20.10. Dane sagt, wir könnten aus der alten Scheune einen
Brausal machen. Wir feiern eigentlich gerne wild am Lagerfeuer, aber wir haben beschlossen, es jetzt ruhiger angehen zu lassen. Wenn wir die Party nach drinnen verlagern, können wir uns sicher betrinken und wir haben einen Lagerplatz für das ganze Bier, das wir besorgt haben. Es wird jeden Tag besser hier. 23.10. Heute sind die Bomben gefallen. 23. nicht 22. Das war's mit der sozialen Ordnung, wie wir sie kennen. Unser Lager ist sicher, selbst nach den Explosionen und den Erdbeben. Dane hat sein Wort gehalten nach all seinen Prophezeiungen und Reden. Er hat uns vor der Zerstörung bewahrt. Wir haben beschlossen, ein paar Tage lang den Kopf unten zu halten, bis sich das Chaos etwas gelegt hat, bevor wir unsere neue Welt erkunden. Zum Glück haben wir genug von diesen Schutzanzügen gelagert. 30.10. Wir haben ziemlich schnell herausgefunden, dass das Leben in dieser neuen Welt doch nicht so einfach wird. Das Wild, das unsere Nahrungsquelle sein sollte, ist tot und das Wasser radioaktiv verstrahlt. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Dane hat uns befohlen, paarweise nach Vorräten zu suchen und alles mitzunehmen, mit allen Mitteln. Jetzt fängt der Kampf erst richtig an. Oh. Wie sie dann gestorben sind, das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Hallo. Alle Rüstung, die sich selbst bewegt, darf ich jetzt in dich eintreten? Ich kann nicht mal Transfer machen. Ja, die Rüstung ist kaputt. Verbuggt. Geil. Na gut, soweit ich weiß, ist die erste Paar Rüstung, die man findet, auf einen gebunden. Das heißt, wir werden sie höchstwahrscheinlich wiedersehen. Ich würde glatt behaupten, wir beenden hier und jetzt die Folge. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann hoffentlich kriegen wir das Ding wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.